Herr Dr. Dietlbacher, Sie sind Informationschef im Haus. Wo Sie sort die Priorität aus Ihrer Sicht, Ihrer Tätigkeit? Ja, ich bin der Chefredakteur des aktuellen Dienstes. Die Information ist natürlich weitergefasst. Da ist die Dokumentation dabei, da sind die Magazine dabei. Ich bin zuständig für die Zeit im Bild-Sendungen und für die meisten Diskussionssendungen, für die meisten Sondersendungen, die im Haus gemacht werden. Und ja, mein Anliegen ist, im guten, aufklärerischen Sinn des Journalismus, der die Gesellschaft dadurch verändern will, indem er einfach Menschen einen klaren und eigenen Blick auf die Gesellschaft und auf die Welt gibt, ja, im Sinne dessen hoffentlich tätig zu werden mit einer Hauptabteilung, in der fast 200 Menschen arbeiten. Naja, aber es ist letztlich immer wieder das Wechselspiel zwischen Mensch und Mensch. Ich habe es eben, wie gesagt, gestern gesehen. Sie profilieren auch im Sinne des Profilers Personen. Wie weit spielt die Menschenkenntnis, psychologische Fähigkeit im Journalismus eine Rolle? Journalismus ist ein Job, für den du Menschenkenntnis brauchst im Idealfall oder auf alle Fälle auf keinen Fall Menschenscheu haben darfst. Das heißt, der Journalist ist jemand, der in der Kommunikation und damit in der Interaktion arbeitet, mit Menschen zusammenarbeitet. Und wenn du ein guter Journalist bist, hast du immer alle Sensorien offen, die Augen, die Ohren, dann musst du dein Gegenüber einschätzen können, weil auch nur dann wirklich ein Gespräch entsteht. Also du brauchst zum Gespräch eben im Gegensatz zu dem, was viele glauben, nicht nur einen Mund, sondern du brauchst auch Ohren dazu und du musst gut zuhören können. Und Zuhören und Menschenkenntnis, das hat irgendwie einen Zusammenhang. Braucht man Herz, muss man Menschen mögen auch, oder es geht nur mit dem investigativen Journalismus? Ein guter Journalist muss die Menschen mögen, er muss sie lieben, um das große Wort in den Mund zu nehmen. Nur dann liebst du auch deinen Job. Du kannst nicht in einem Medium für andere Leute Informationen anbieten, Fragen stellen, ihre Fragen versuchen zu stellen, wenn du nicht eine gewisse Zuneigung zu den Menschen und auch einen großen Respekt vor ihnen hast. Beides ist total notwendig. Und ich glaube, im Prinzip ist der Journalismus zwar ein Job, der schon auch viel mit Zynismus zu tun hat, wenn man immer wieder mit traurigen, tragischen Geschichten konfrontiert wird, der aber nicht funktionieren kann, wenn man nicht unter dieser dünnen Schicht des Zynismus nicht eine große Menschenfreundlichkeit hat. Respekt und Informationsbedürfnis, ist das vereinbar? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, man muss schon immer abwägen. Wir haben heute in der Redaktionssitzung eine Diskussion darüber gehabt, inwieweit es statthaft ist, jemanden, der eine Person des öffentlichen Interesses ist, jetzt zum Beispiel im Rahmen dieser Telekom-Affäre der aktuellen, der Herr Hochecker, inwieweit es statthaft ist, ihm, wenn man weiß, er ist an einem bestimmten Ort und tritt dort auf, ihm auch dort ein Interview abzuringen, dieses Wort zu verwenden, eben nicht abzunötigen, wenn er es zu dem Zeitpunkt noch nicht geben will. Und ich glaube schon, dass der Journalist auch das Informationsbedürfnis zu berücksichtigen hat und dass manche Stellen auch gefragt werden müssen, an Personen des öffentlichen Interesses, nicht an Privatpersonen. Ich glaube aber trotzdem, dass man auch das in einer respektvollen Art und Weise machen kann und soll. Der OF tut das anscheinend und ich glaube, das ist der Weg. Danke für das Gespräch, wunderbar. Gerne. Danke.